Er war der wahrscheinlich stärkste dunkle Machtnutzer aller Zeiten. Er war das dunkle Mitglied der einen. Heute geht's um die Machtfähigkeiten des Sohnes. Viel Spaß! Obwohl die Kräfte des Sohnes so rein der dunklen Seite waren wie keine anderen, waren sie dennoch sehr ähnlich der eines unter Anführungszeichen normalen Sith Lords. Obwohl seine Verbindung mit der Macht im Jenseits der jeder Sith lag. Seine Existenz ist quasi die Manifestation der dunklen Seite, kombiniert mit der Erfahrung, welche er sich über hunderttausende Jahre angesammelt hatte, waren die Fähigkeiten des Sohnes verglichen mit jedem anderen Machtnutzer, der jemals existierte, unübertroffen, mit der Ausnahme seiner Familienmitglieder. Der Sohn hatte sehr mächtige Machtblitze, diese waren auch seine beliebtesten Angriffe. Im Gegensatz zu den meisten anderen Machtnutzern hatte er rote Blitze. Er war auch geübt in der Technik der Telekinese. In diesem Bereich konnten eigentlich auch nur die Tochter und der Vater mit ihm konkurrieren. Er war ein unsterbliches, unzerstörbares Wesen und war somit auch immun gegen alle Angriffe von Sterblichen. Nur der Vater, die Tochter, Abeloth und der Auserwählte waren in der Lage, seine Kräfte zu bändigen. Wie eigentlich der Rest der einen war der Sohn auch in der Lage, sich in jede Gestalt zu verwandeln, wie er gerade Lust hatte. Neben seiner humanoiden Form bevorzugte er auch noch das Aussehen eines großen geflügelten Wasserspeiers, welches er oft zum Reisen, aber auch zum Kämpfen nutzte. Unter anderem nahm er auch die Gestalt von Anakins Mutter Shmi Skywalker an. Die Reichweite seiner unglaublichen Machtfähigkeiten gingen so weit, dass er in der Lage war, in Anakins Träumen zu erscheinen und auch wieder zu verschwinden. Er war ein Individuum der reinen dunklen Seite. Eine Power, welche ihm ermöglichte, quasi indirekt die Kontrolle über Ahsokas Geist zu übernehmen. Einige behaupten, dass er derjenige sei, der für die jährliche Heraufbeschwörung der Wild Hunt auf Dathomir verantwortlich sei. Die Wild Hunt ist ein, wie gesagt, jährliches Event, bei dem dunkle Gestalten mit glühenden Augen aus dem Geisterreich herauskommen und durch die Wälder von Dathomir galoppieren. Sie würden jeden, den sie begegnen, mit sich ins Geisterreich nehmen. Einige Legenden behaupten auch, dass der Sohn in der Lage sei, durch die Grenzen von Mortis zu durchsickern, also die Grenzen, die ihn vom physischen Bereich der Galaxis trennen. Ich denke, wir können sagen, dass der Sohn wahrscheinlich der mächtigste dunkle Machtnutzer aller Zeiten war. Wobei die Frage ist, ob er aus dieser, ich sag mal, Liste nicht vielleicht ausgeschlossen werden sollte, da er nun mal die dunkle Seite ist. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr so von dem Sohn hält, ob er zu krass ist oder ob ihr ihn doch ganz cool findet. Jedoch war's das schon mit dem Video. Oben rechts in der Infokarte findet ihr nun noch weitere spannende Videos rund um die einen und weitere mächtige Personen im Star Wars Universum. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich mega über eine Bewertung freuen und wenn ihr meinen Content allgemein cool findet, könnt ihr meinen Channel auch gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zusehen und möge die Macht mit euch sein.